Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Semtex Wookie und ich spiele Lego Jurassic World. Und ja, vielen Dank YouTube. An dieser Stelle, wenn ich das so sagen darf, ich habe geschaut auf YouTube. Ich war wirklich der Erste, wo die erste Folge draußen hatte von Jurassic World. Das war die erste Mission, das war Raptorenanlage. Hab's hochgestellt und habe auch gleich dementsprechende Klicks gekriegt von Leuten, die was das angeschaut haben. Das Game gibt's offiziell erst morgen. Und ja, beim ersten Mal musste ich die Musik rausmachen. Das ist ja eigentlich normal, wo bei manchen Lego-Teilen ging das eigentlich, dass das kein Problem war. Und dann musste ich es nochmal machen, also sprich Sony Vegas Pro rendern, besprechen, rendern, hochladen und so weiter. Das Ganze zweimal. Jetzt mache ich es das dritte Mal. Ja, weil sie jedes Mal was dran zum Aussetzen hatte, das was nicht richtig war. Wobei es bei den ganzen anderen Lego-Teilen, wie beim letzten Lego Batman zum Beispiel, da durfte man die Videosequenzen durfte man drin lassen. Sogar Musik durfte man drin lassen. Und jetzt leider bei Lego Jurassic World nicht mehr. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach einen Tag zu früh bin und dass die sagen, nein du, das geht erst wirklich erst ab morgen. Ich konnte es zwar hochladen, aber monetarisieren ging nicht. Deswegen gibt es jetzt hier nochmal die erste Mission. Das ist Lego Jurassic World. Das ist die erste Mission Raptorenanlage. Ich musste es natürlich jetzt ein kleines Stück schneiden. Das, wo geschnitten ist, werdet ihr natürlich merken, ist natürlich nur die Videosequenzen, wo ich rausgeschnitten habe. Und ja, jeder kennt die Filme, jeder weiß eigentlich, was Sache ist. Und die erste Mission, Raptorenanlage, wird natürlich auf zwei Teile kommen, weil es einfach immer noch zu lang ist. Die Mission geht fast 25 Minuten und das ist natürlich, wenn du es in HD hochladen möchtest oder von mir 720p machst, wird die Mission einfach zu groß werden, da du auf YouTube natürlich nur 2 GB hochladen darfst. Deswegen einfach die zwei Teile. Also dann probieren wir es einfach nochmal. Ich wünsche euch trotzdem noch viel Spaß. Ich werde heute Nacht ein bisschen länger hier sitzen. Und werde auf jeden Fall trotzdem noch die eine Folge hier hochladen, sprich die erste und die zweite inklusive rendern und hochladen. Ich hoffe, dass YouTube mich dann lieb hat und dass das dann funktioniert, dass sie nicht wieder was zum Aussetzen haben. Wenn sie wieder was zum Aussetzen haben, dass das nicht richtig ist, nehme ich an, das ist einfach, weil ich einen Tag zu früh bin. Obwohl, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber dann nichtsdestotrotz probieren wir es jetzt nochmal. Ich wünsche euch viel Spaß bei der ersten Folge von Jurassic Park. Das ist die, ja, der Jurassic World heißt das Game und die erste Folge von Jurassic Park Raptorenanlage. Ja, wie gesagt, viel Spaß und ja, immer fleißig zocken, Videos hochladen und dann wird das schon. Alles klar, viel Spaß noch. Ciao, euer Wookie. Wie funktioniert diese Schalltafel noch? Muss ich meine Postleitzahl eingeben? Meine Sozialversicherungsnummer. Ach, halt! Es ist das Alter meiner Mutter. Ich muss ja hier. Ja! Ich gebe einfach irgendwelche Zahlen ein. Irgendwann muss es ja klappen.
Du brauchst noch einen Tipp? Kein Problem. Okay, Schiebetrupp an die Arbeit. Und schieben! Schiebetrupp, zurücktreten! Die Käfigleiter klemmt. Kann noch mal jemand den Sicherheitscode eingeben? Viel Glück. Ich komme mit dieser Schalltafel so gar nicht klar. Joffrey, zieh das Tor hoch! Ich finde hier nur alte Münzen. Was? Wirklich? Das ist ja unglaublich! Ha? Wieso? Nun, bisher wussten wir nicht mal, dass Dinosaurier irgendeine Kultur besaßen, geschweige denn ein Währungssystem. Sag mir doch nochmal. Oh, ich bin mir ganz sicher, genau hier befindet sich ein Raptor. Yep, hier bin ich goldrichtig. In ein paar Minuten habe ich es geschafft. Ach, Manno, es war da drüben. Ich war so nah dran. Ein Velociraptor? Ja, und in gutem Zustand. Wenigstens ein Teil der Lorbeeren gebührt mir. Es war praktisch mein Fund. Das eine Mal, dass ich keine Schere dabei habe. Denk dran, die Doktoren Settler und Grant wollen, dass wir bei diesem Fossil größte Vorsicht walten lassen. Sie selbst ja auch immer. Beim nächsten Mal bringe ich einen Sandstrahler mit.
Na komm, wer war denn das? Was ist das überhaupt, ein Weberknoten? Ist das Teil festgeschraubt? Komm schon, beweg dich! Puh. Bis ich das Ding da rauskriege, bin ich ausgestorben. Lufthammer? Das ist eine Bombenidee. Bin doch ganz vorsichtig. Hast du etwas Kleber dabei? Zentimeter lange Raubkralle, scharf wie ein Rasiermesser auf der Mittelzehe. Dr. Grant, Dr. Sattler, wir sind fertig für den nächsten Versuch.